Ja, hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Tagesunterhaltung. Wir quatschen nicht lange. Wir gehen hier instant rein und nehmen das auch gleich alles mit. Das müssen wir alles reparieren und Co. Aber ich glaube, wir sind vor allen Dingen auch jetzt schon wieder fast voll, ne? Oh, hier ein Energy Drink, guck mal. Ja, jetzt. Eigentlich brauchen wir fast gar nicht weitermachen. Oh, Weil. Wir sind voll, wir sind einfach voll. Wo ich sagen muss, mich würde interessieren, brauchen wir dafür diesen Reparaturhammer? Eine kaputte PM. Kaputte taktische Weste. Oh, eine taktische Weste wäre natürlich schon sehr edel, ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Da gibt es so viel Stuff. Das können wir vor allen Dingen alles schon gar nicht mehr wieder mitnehmen. Wir haben. Wir müssen, glaube ich, wir müssen mit. Also entweder wir fahren mit unserem Boot hierher, müssen da alles leer machen. Oh, unser Boot ist in die Richtung. Müssen das komplette Boot leer machen. Oder... Ja. Oder eine größere Tasche. Was das Geile an solchen Survival Games und Co. ist, wenn man dann Orte entdeckt, wo du denkst, ey, warum bist du da nicht schon die ganze Zeit hingefahren oder hingegangen und hast da immer mal so ein bisschen gemacht, getan. Ja, guck mal, Rucksack. Da bräuchte ich sowas. Oh, Haifisch haut vor allen Dingen auch. Da hätte ich aber einen größeren Rucksack. Oh, das kann man Gott sei Dank stacken. Aber eigentlich geil, ja, so eine Game Room. So Bildchen hier noch. Ich bin verwirrt. Dadurch, dass wir da Waffenteil. Das ist auch ein Hammer. Das, kann das sein, dass wir vielleicht den Reparaturhammer. Ne, obwohl, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir brauchen hundertprozentig. Entweder das. Das oder das. Wette ich, dass wir sowas brauchen. Das mit der Kohle geht nur ein bisschen in den Sack. Wird davon nicht was mitgenommen?
Obwohl, ne, ich muss das schmelzen. Immer mal, wenn ich hier bin. Ich überlege gerade, wie viel da drin ist. Wir fahren mit dem Ding dahin. Und sollte dann unser Inventar voll sein, können wir es dort ausleeren. Es ist angenehmer, als jedes Mal hierher zurückzuschwimmen. Wir so viel wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Ich mir überlege, was wir hier gerade an Fressgut eigentlich hier drin haben. Überlege ich eigentlich auch schon, ob wir das mit dem Bums einfach lassen. Also das jedenfalls, das kann halt wirklich weg. Das höchstens noch, das gehe ich vielleicht sogar noch mit. Oh nein, das wurde jetzt nicht etwa ahnt. Habe ich jetzt eigentlich gerade gar keinen Bock drauf. Ist das noch richtig? Ja, hier. Apartments, genau. Alle, ups. So. Also wenn wir uns auch mal mit einem Hai anlegen wollen, wäre ich auch voll dafür. Wie gesagt, Hai brauchen wir so oder so, glaube ich, für irgendwas. Müssen Luft holen. Lass mir Stockwerk für Stockwerk abgehen. Muss halt nur aufpassen, dass ich nicht drauf gehe, ne? Nun mal erstmal kurz warten. Da, 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 da. Blöd. Damit schon fast sind's unten. Das können wir uns sparen. Gut, so, jetzt nehmen wir uns das nächste Haus.
Crazy! Was ist das hier? Ah ja, okay. Gibt Energie, hauen wir uns gleich rein. Gleich rein in den Schund. In den Schlund. Oh, absolut Mundfasching hier. So, was haben wir hier? Zieht uns das eigentlich Energie oder irgendwas ab? Weil es wird irgendwie... Friert das immer krasser zu, so. Erfriere, bleib in der Nähe. Ah, gut, okay. Kann das... Wir verlieren wirklich Energie. Oh, crazy. Ja, gut. Herstellen. Verband bringt mir ja nichts. Wir hoffen, dass es relativ schnell wieder hell wird, aber ich glaube, es wird auch gleich wieder irgendwie hell. Ja, die Nächte sind immer relativ kurz. Was sehr vorteilhaft ist. Ich kann mir schon mal ein bisschen was da drinnen bunkern. Schrott können wir schon mal bunkern. Stoffe brauchen wir auf jeden Fall auch, weil im Endeffekt... hier, Schrottpanzer. Rüstung plus 9. Warte mal. Wie viel brauche ich da? Bei Seile. Chaka. Achso, ne, falsch. So. So, wie sieht's denn aus? Wird's jetzt hier mal langsam wieder hell? Rüstung plus 17, das ist eigentlich schon geil, ja. Wenigstens auch mal ein bisschen gepanzert, das ist schon gar nicht verkehrt. Hell werden wäre jetzt schön. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich überlege gerade, ob wir alles hätten. Hätten wir 4 Gummi? Und die Komponenten habe ich auf alle Fälle. Aber haben wir 4 Gummi? Oder hatten wir nur 3? Überlege nämlich gerade. Okay, also wenn wir im Wasser sind und es ist kalt, verlieren wir echt... Leben. Das ist crazy. Aber auch schön, weil so soll es ja eigentlich auch sein, ja. Ne, wir hätten alles. Das. Und ein... Geil.
cool. Was soll ich dazu sagen? Das ist cool. Jetzt brauchen wir dann eigentlich nur noch diese Luftauffüllstation. Und dann... Wird es richtig abgehen? So, ich habe gerade überlegt. Jetzt würde mich aber interessieren, theoretisch müsste ich jetzt eine Stoppuhr mal anmachen, um zu gucken, wie lange wir mit einer Luftfüllung dann da unten rumeiern können. So. Und natürlich habe ich auch gerade keine Stoppuhr zur Hand. Wie auch immer. Und für alle, die jetzt ankommen, sagen, nimm doch dein Handy. Mein Handy sagt, ich glaube, 15% Akku. Okay, Sonne geht auf. Naja, wirklich viel ist das aber auch nicht, ne? Naja, wohl doch. Kann es sein, dass ich in die falsche Hütte rein bin? Was soll da rein? Okay, es ist aber nur ein einfaches Tauchgerät. Ich würde fast sagen, da wird es mit Sicherheit noch ein größeres geben. Ja, Holz. Holz braucht man eigentlich jetzt nicht so viel. Ja, vielleicht noch ein bisschen Schrott. Okay, da gab es auch noch mal ein bisschen Gummi dazu. Sehr schön. Da waren wir schon, okay. Natürlich ist auch hier alles voll. Ich flippe aus, ey. Vor allen Dingen Leder, wir haben endlich mal auch ein bisschen Leder gefunden, ne? Hey, schrottmäßig, wofür wir eigentlich so mit am meisten da sind, haben wir jetzt nicht so. Wir müssen hier mal ein bisschen was. Das, was wir nicht brauchen, können wir eigentlich insane auch gleich entsorgen. Glas nehmen wir mal immer mit. Thank you.
wie viel es hier einfach gibt. Es ist, ich weiß nicht wirklich, also warum ich nicht hier schon viel Erd drinne war. Ich mache jetzt mal so eine Art Schnellcheck, indem ich einfach mal nur fix ein bisschen durch die Gegend gucke, wo was liegt. Und was nützlich aussieht, nehme ich natürlich nehme ich auch mit. Wie zum Beispiel Schrott und Co. Das brauchen wir ja eh die ganze Zeit. Oha. Hier kommt gut. Hier ist jetzt gut was bei rumgekommen. Also wenn wir wirklich alles durchsuchen wollen, alles, alles und dann vor allen Dingen auch noch entspannt und mit Ruhe, dann brauchen wir definitiv diese Luftauffüllstation. Aber dann rennen wir auch, glaube ich, mehrmals. Müssten wir, glaube ich, zwei Pullen oder so mitnehmen, damit sich das lohnt. Wir haben jetzt ein Haus, eine so eine Pulle. Von oben bis unten. Ist ja die Frage, ob sich lohnt sich nicht mit einer Pulle nur. Also das Einzige, was sich hier tatsächlich jetzt noch lohnen würde. Oha, da war noch so eine Kiste, die müssen wir uns gleich nochmal angucken. Wären die Fische da vorne. Diese, was sind das, Schwertfische? War das hier? Nein. Da. Die da vorne nämlich. Aber, und jetzt gibt es auch wieder ein Aber. Ist das Inventar gerade voll? Das heißt, jetzt gerade brauchen wir es oder so nicht abschlachten. Da liegt da jetzt das Stuff hier nur im Wasser rum. Und hier haben wir genauso Pech, weil hier ist voll. Scheiße. Das können wir noch stacken. Noch irgend. Das können wir noch stacken. Das können wir stacken. Das können wir stacken. Die können wir uns reinpfeifen. Okay, lohnt sich doch. Attacke. Mal zwei Hits. Ich glaube, drei oder vier Hits vertragen die und dann ist Ende im Gelände. Ja, drei Hits.
Nice. Nice, 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 nice. Gucken wir mal ganz kurz, was das. Ah, nee. Hallo? So. Das Ding kann einfach nicht rüberfahren, weil da ein T-Shirt mit V-Ausschnitt liegt. Das ist doch nicht euer Ernst. Cool wäre es, wenn man das irgendwie einfach vernichten könnte. Das wäre halt mega nice. Das ist. Oh, und dabei haben wir den ganzen Kram aus dem Dings noch gar nicht mitgenommen. Scheiße. Zwei Stoff, dann könnte ich die Kampfrüstung. Da bräuchte ich diese Haihaut. Warum hier? Ach, da brauchen wir vor allen Dingen auch Kupfer. Kupfer weiß ich gar nicht, wo wir das herkriegen momentan. Leder. Leder. Robert. Machen wir. Zack. Einfach fallen lassen. Gerade oder so ähnlich. Acht Gummi, vier Eisenbahn. Okay, es gehen noch fünf. Ach, Gummivereine. Das könnte. Ach, Gummi könnte eng werden. Ich glaube, gesammelt habe ich nur vier. Nee. Cool. Wir können doch diese Luftdingsblumstation wie machen. Aber wisst ihr, was mir jetzt auch einfällt? Wir haben keinen Platz. Weil, wohin? Obwohl, ja doch vielleicht dahin. Ich jetzt, ich dachte, es geht automatisch. Oh nee, oder? Ach so, ah, okay, 80. 100. Boah, ist doch nicht euer, ist doch nicht euer Ernst, ey. Oh, voila, Krise.
Na gut, okay. Was mich jetzt aber noch interessieren würde. Von fortschrittlichen was? Oh, wollen wir uns ein anderes Boot bauen? Was wir übrigens erst in der nächsten Folge machen werden. Oh, hier ist ein Motorboot zum Beispiel. Kleines benzinbetriebenes Boot. Okay. Das würde bedeuten, dass wir da jedes Mal Benzin brauchen. Naja, egal. Was wir natürlich, wir gucken mal in der nächsten Folge, was wir da so Schönes fabrizieren. Bis dahin sage ich auf jeden Fall erstmal einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö.